einem anderen Staat Firmen zu erschießen, Banken zu erschießen, Firmen zu beschlagnahmen, Konten zu beschlagnahmen und alles. Das sind heute probate Kriegsmittel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können wir uns Neutralität noch leisten? Oder ist die Schweiz im Krieg das Wunschbild, das unsere Politik zurzeit hat? Die Frage, können wir uns Neutralität noch leisten, wurde verschiedentlich in den Medien aufgeworfen. Das gehe doch heute nicht mehr angesichts des Entsetzlichen, was passiere, dürfe man auf keinen Fall neutral bleiben. Hier müsse man mitmachen, Stellung beziehen, hier müsse man alle Maßnahmen mittragen, was für Maßnahmen auch immer. Ich glaube, es lohnt sich, hier einen kleinen Blick auf die Neutralität und ihre Geschichte zu werfen. Es gab einmal Riesenkriege in Europa, Zeit von Napoleon, vorher, nachher. Auf jeden Fall kam es dann schließlich nach Napoleon zu einer großen Konferenz, der Wiener Konferenz, und an dieser Konferenz wurde die Neutralität von der Schweiz erklärt und einige Monate später auch voll akzeptiert. Wie war denn das zustande gekommen? Es gab einen hochgeschickten Diplomaten, Kapodistrios war sein Name, es war ein griechischer Adliger, der aber im Dienste des Zaren als Diplomat auftrat. Und dieser Diplomat reiste zu den schweizerischen Kantonen mit der Vorstellung, sozusagen der Vision, die Schweiz könnte eine Art neutralen Puffer bilden zwischen den Staaten in Europa, also Russland, Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, auch Großbritannien, die immer wieder Probleme miteinander haben und so weiter. Da sei es nicht gut, wenn die Schweiz sich auf eine Seite schlagen müsse. Das könnte weitere Katastrophen auslösen. Und so kam er mit dem Vorschlag, machen wir doch die Schweiz neutral. Das muss damals eine ziemliche Arbeit gewesen sein. Er reiste von Kanton zu Kanton, nicht mit dem Zug, nicht mit dem Privatflugzeug, wie heute Frau von der Leyen, sondern er reiste wahrscheinlich mit der Kutsche oder einfach als Ausreiter zwischen den Kantonen hin und her, bis er eine gemeinsame Erklärung beisammen hatte. Diese Erklärung besagte, dass die Schweiz neutral sein wolle, man werde sich in keinerlei Händel einmischen, man werde auch nicht dulden, dass das Territorium der Schweiz für solche Händel missbraucht werde, also keine militärische Primärunterstützung, keine Kriegsunterstützung, keine Teilnahme an irgendwelchen Kriegshandlungen. Nun, Neutralität zu erklären ist ganz lustig, aber wichtig ist natürlich dabei, dass die ganzen Staaten, die betroffen sein können, diese Neutralität auch akzeptieren, dass das auch, dass nicht ein Staat einfach durch die Schweiz durchlatscht mit der Armee und sagen wir ein paar Städte unterwegs flach macht, sondern dass man respektiert, das ist ein neutraler Punkt, den greifen wir auch nicht an. Damals gab es hervorragende Diplomaten. Nicht nur Kapodistrios, es gab auch noch den Metternich. Früher gab es den Talleyrand in der Königszeit vor Napoleon noch. Ebenfalls ein herausragender Diplomat,
Die Diplomaten scheinen im Laufe der Jahrhunderte eher auszusterben. Vielleicht werden wir mit der Zeit sehen, dass einige wirklich große Diplomaten waren. Meistens erkennt man das erst später. Auf jeden Fall kam es zustande, dass die Staaten, die am großen Wiener Kongress 1814, 1815 teilnahmen, dass diese Staaten die Schweiz als neutral anerkannten. Das war also nicht nur eine einfache Erklärung, es war eine freiwillige Neutralität der Schweiz, aber die anderen haben anerkannt. Das ist nicht das gleiche wie eine Zwangsneutralität. Das gibt es auch bei anderen Staaten. Wenn sich zwei Staaten einigen, den Staat machen wir neutral, dem nehmen wir die Armee weg oder so, die Entscheidungsbefugnisse, und der soll neutral sein. Das ist nicht bei uns der Fall. Wir haben eine bewaffnete Neutralität. Der neutrale Staat muss auch sinnvollerweise Angriffe abwehren können. Nun hat sich ja der Kriegsbegriff sehr weiterentwickelt. Krieg war damals, das war Kavallerie, das waren sogar noch Degen und Schwerter, das waren Geschosse bereits, das waren Gewehre, Kanonen und so weiter. Also die Schweiz sollte nicht in diesem Sinne an Auseinandersetzungen teilnehmen. Natürlich war damals vor allem das Militärische gemeint. Aber es gibt auch im Lauf der Entwicklung, eine Entwicklung des Krieges, immer mehr werden andere Gebiete zum Kampfschauplatz. So gibt es heute das ganze Gebiet, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Bankensperren, Unterlassungsbefehle, man darf nicht mehr irgendwo landen, Luftraumsperren, es gibt sogar Luftraumsperren auf Entfernung, kann zum Teil durchgesetzt werden. Auf jeden Fall, das hat sich riesig gewandelt. Auch die Teilnahme von Banken am SWIFT-System, einem Clearing-System für den Dollar, das Zahlungen wesentlich vereinfacht, ist natürlich mit der Zeit zu einem Objekt von Kriegshandlungen geworden, wenn wir diese Möglichkeit einem Land wegnehmen. Dann treffen wir es ziemlich massiv. Es gibt andere Wege, aber es wird sehr, sehr mühsam. Die USA haben im Jahr 2009 der Schweiz Wirtschaftskrieg angedroht. Und sie haben nicht nur gedroht, sondern sie haben auch eine Bank der Schweiz, eine sehr traditionelle Bank im St. Gallischen, die Bank Wegelin, haben die USA abgeknallt. Sie haben da sämtliche Clearing-Kontakte gekappt. Sie haben dafür gesorgt, dass diese Bank kaputt ging. Die Kunden konnten damals noch gerettet werden durch eine Bankübernahme von einer anderen Bank, aber die Bank selber, die war erschossen. Einem anderen Staat Firmen zu erschießen, Banken zu erschießen, Firmen zu beschlagnahmen, Konten zu beschlagnahmen und alles, das sind heute probate Kriegsmittel, die auch weit herum eingesetzt werden. Die USA setzen recht schnell ein, dass sie, wenn sie einen Diktator loswerden wollen, irgendwo, dann werden alle seine Besitztümer beschlagnahmt, dann werden alle seine Konten beschlagnahmt und Länder, die da mitmachen, die schließen sich diesen Wirtschaftskriegsmaßnahmen an. Nun haben wir eine spezielle Situation. Damals am Wiener Kongress
ging es um Kanonen, um Soldaten. Also wir durften jetzt nicht eine für Kriegsfall ausgerüstete Schweizer Garde in ein Kriegsgebiet schicken und so weiter. All das sind Neutralitätsgrundsätze. Aber es gab zum Beispiel noch keine Luftwaffe. Es gab keine Raketen. Es gab keinen Cyberkrieg. Es gab alle die Wirtschaftskriegsmaßnahmen, die heute einen großen Teil der Kampfmaßnahmen ausmachen, bevor geschossen und gebombt wird. Das gab es noch nicht. Nun versucht uns ja der Bundesrat klarzumachen, mit der Teilnahme an Kriegsmaßnahmen haben wir die Neutralität gar nicht verletzt, denn das gab es im Jahr 1815 auch nicht. Das steht nicht in der Wiener Konvention. Da ist SWIFT nicht einmal erwähnt in der Wiener Konvention. Also spielt das doch für die Neutralität keine Rolle. Und jetzt mache ich einmal etwas. Ich werde dem Mainstream folgen, nicht einfach irgendeinem schweizerischen Mainstream, sondern dem internationalen Mainstream. Mit dem Entscheid, Wirtschaftskriegsmaßnahmen voll nachzuvollziehen, Vermögen zu beschlagnahmen und so weiter, hat nach der internationalen Wahrnehmung die Schweiz ihre Neutralität aufgegeben. Manche jubelten darüber und sagten, endlich hat die Schweiz die Neutralität begraben. Andere bedauerten vielleicht. In der New York Times eine große Schlagzeile, die Schweiz hat ihre Neutralität aufgegeben. Endlich. Endlich ist sie auf unserer Seite im Krieg sozusagen. Schlagzeilen in Europa, in Deutschland, die Zeitungen voll, überall. Die Schweiz hat ihre Neutralität begraben. Die Schweiz nimmt jetzt teil an all unseren Maßnahmen, zum Teil in frohlockendem Ton. Und natürlich auch in russischen Zeitungen, Moskauer Zeitungen, alles voll von dieser Kehrtwende der Schweiz, die die Neutralität begraben hat. Nun, aber da sagt doch Herr Bundesrat Permelin, da ist keineswegs die Neutralität gewitzt. Das ist etwas ganz anderes. Also sinngemäß sagt der SWIFT gab's gar nicht, 1815, ist also völlig egal, was wir da machen und so weiter. Ich habe vorher gesagt, Neutralität kann nur bestehen, wenn die Staaten sie anerkennen. Es gibt keine abstrakte Neutralität, die jemand erklärt und dann marschieren die anderen Staaten einfach hinein und durch und alles, führen Krieg und was auch immer. Die Schweiz hat über 200 Jahre lang von einer anerkannten Neutralität profitiert. Sie musste sich natürlich extrem vorsichtig und wirklich im weiteren Sinne der Neutralität neutral verhalten, sonst hätte es geknallt. Und es hat x-mal geknallt in den letzten 200 Jahren in Europa. Die Schweiz hat sogar den Ersten Weltkrieg und denn sogar den Zweiten Weltkrieg überstanden. Mit ihrer Politik der grundsätzlichen Neutralität. Man kann sich im Nachhinein fragen, ob alles, was man damals machte, noch wirklich neutral war, aber die Schweiz wurde aus dem Krieg herausgehalten. Vielleicht leben wir nur deshalb, weil deshalb unsere Eltern nicht umgebracht wurden, nicht im Krieg kaputt gingen und so weiter. Der Zweite Weltkrieg hat Russland 20 Millionen Tote gekostet. Es gab weitere innerstaatliche entsetzliche Sachen.
abgesehen nun vom reinen Krieg unter Stalin, starben in der Ukraine 8 Millionen Personen durch die Maßnahmen, die die Regierung durchgesetzt hatte. Man hat das Land ausgehungert, kaputt gemacht. Da hat die Schweiz sich auch nicht einmischen können. Was man aber immer darf, ist etwas sagen. Man kann moralische Empörung auch äußern. Man kann auch das Entsetzen bekunden. Das ist kein Neutralitätsgebot, dass man einfach immer die Klappe halten muss. Im Zweiten Weltkrieg, während der wahrscheinlich größte Diktator Europas des ganzen Jahrhunderts Millionen um Millionen tötete, da blieb die Schweiz einigermaßen neutral. Natürlich hätte irgendwann Hitler auch die Schweiz erobert, wenn es lange gegangen wäre. Da waren aber die USA und die Alliierten und Russland bereits unterwegs und haben schließlich zu einem Sieg der anderen Seite geführt. Es ist einfach die Frage, es ist nicht immer eine ewige Sache, dass die Neutralität für ewig wirkt. Aber solange sie anerkannt ist, solange funktioniert es, dass andere Staaten auch möglichst nicht angreifen. Nun, aber was machen wir denn bei Wirtschaftsmaßnahmen mit der Neutralität? Die klassische, während fast 200 Jahren gehandhabte Neutralität der Schweiz besagte, wir fixieren den Courant normal. Viele Begriffe in der Diplomatie sind französisch, das heißt einfach den normalen Lauf. Wir machen keine Sperrmaßnahmen, wir beschlagnahmen nicht, aber wir lassen es nicht zu, dass über die Schweiz diese ganzen Sperrmaßnahmen und anderen Maßnahmen umgangen werden und dann die Schweiz plötzlich zum Beispiel 100-mal mehr Volumen von irgendeinem Gebiet hat, sagen wir, dass plötzlich alle Banktransaktionen über die Schweiz laufen. Das ist nicht Courant normal. Courant normal heißt, man fixiert auf dem, was jetzt ist und nicht mehr. Also auch ein Russe könnte sein Konto behalten, normal auf dem Konto wirtschaften, aber er kann jetzt nicht das Konto einfach verzehnfachen. Das wäre nicht mehr Courant normal, wobei Courant normal auch nur natürlich für die Personen und Staaten gilt, die von Maßnahmen betroffen sind. Wenn die Schweiz Courant normal erklärt im Hinblick auf Kriegsmaßnahmen, dann heißt es, wir schließen uns so weit an, dass wir nicht eine Vergrößerung unseres Volumens zulassen. Das ist die sinnvolle Mitwirkung des Neutralen. Sie verhindert Umgehungen, aber sie nimmt nicht am Krieg teil. Nun haben wir hier etwas ganz anderes gemacht. Und dazu lohnt sich vielleicht ein Nebenblick. Ich habe in der Presse gelesen oder auf irgendeinem Radio gehört, dass die Liste der russischen Personen, die von den Maßnahmen explizit nun betroffen sind, also nicht mehr deren Vermögen blockiert werden soll und so weiter oder gar beschlagnahmt, dass das eine Liste von 180 Seiten von Personen sei. Diese Liste komme von den USA. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn es 180 Seiten mit Personen sind, dann wäre das ja ungefähr jeder Russe, der mehr als 1000 Franken besitzt. Also ich weiß das auch nicht genau. Aber eine Riesenmenge von Personen, bei denen man keinesfalls sagen kann, es sind gezielt irgendwie Kriegstreiber oder irgendetwas, sondern es ist ein
Wirtschaftsschlag. Es ist eine Wirtschaftskriegsmaßnahme. Man beschlagnahmt, man will stoppen, man will jegliche wirtschaftliche Abwicklung verunmöglichen. Nun kann man ja sagen, man kann dafür sein, ohne weiteres, man kann dagegen sein, auch ohne weiteres, aber ist es an der Schweiz, an Kriegsmaßnahmen teilzunehmen? Die Schweiz hat lange Zeit ihre guten Dienste offerieren können. Völkern, die sich verkracht hatten, Staaten, die sich verkracht hatten, und es laufen sogar noch gute Dienstmandate, auch für Russland. Meines Wissens in Georgien und in anderen Gebieten, da gibt es das, dass die Schweiz noch Mandat gute Dienste hat. Wir haben aber auch Mandat gute Dienste für die USA. Zum Beispiel im Iran haben wir lange Zeit die USA vertreten im Sinn der guten Dienste. Das kann nur ein Neutraler. Ein Neutraler kann enorm viel tun, um Frieden zu stiften. Ein Neutraler kann auf den Frieden hinwirken. In einer Zeitung stand letztlich, dass wir nun kaum mehr in Frage kommen für gute Dienste und dass wir nicht mehr Friedensvermittlungen machen können zwischen Staaten, die im Krieg sind oder die nah am Krieg sind. Das sei doch ein ganz kleiner Kollateralschaden. Nun, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieser Meinung bin ich nicht. Die Schweiz war 200 Jahre ein neutraler Staat und auch ein Friedensstifter, und viele internationale Organisationen für den Frieden sind auch in der Schweiz domiziliert. Ich weiß nicht, wohin die nun abwandern werden. Und etwas auch Wirtschaftliches für die Schweiz. Der Neutrale, bei dem man weiß, der wird ja auch nicht von außen angegriffen normalerweise. Er hat ein enormes Vertrauen in seine Stabilität. Unsere Banken hatten deshalb ein so großes Vertrauen, weil die Chance, dass man Geld wieder zurückbekommt, was man einer schweizerischen Bank bringt, relativ hoch ist. Wenn wir nun Wirtschaftskrieg mitmachen, dann wird zwangsläufig auch gesamthaft das Vertrauen sinken, und ich glaube, bald wird sich die Nationalbank nicht mehr um einen zu starken Franken kümmern müssen. Irgendeine kleine Nation, die auch im Kriegsfall mitmacht, mindestens mit Wirtschaftskriegsmaßnahmen, die ist ja auch gefährdet. Es wäre eine absolute Idiotie anzunehmen, wir können praktisch jemandem den Krieg erklären und es kommt nichts zurück. Konstruieren wir etwas vielleicht Absurdes. Nehmen wir an, die russische Armee hätte den Bedarf, der NATO zu zeigen, wie treffsicher Raketen von ihnen sind, ohne aber gleich Atomsprengköpfe einzusetzen. Wo schießt man das hin? Ein NATO-Land ist schlecht, das kann den Atomkrieg auslösen. Irgendein kleines, nicht mehr so bedeutendes Land, zentral in der Schweiz, kann man ja mal was hinschießen und schauen, ob es gut getroffen hat. Es ist keine sehr wahrscheinliche Szene, das gebe ich zu. Aber wenn wir nicht mehr geschützt sind durch unsere Neutralität, können wir auch zum Ziel werden. Man kann schweizerische Firmen beschlagnahmen. Man kann Konten von Schweizern oder schweizerischen Firmen im Ausland sperren. All das wird möglich, wenn wir selbst in den Krieg eintreten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mir ist eine wirklich neutrale Schweiz lieber als eine Schweiz im Krieg, auch wenn moralisch Schreckliches passiert auf dieser Welt. Ich danke euch fürs Zuhören.